Eins. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Nostalgie-Projekt LBG Schwarze Pumpe 1988 mit Tom Tiger. Boing. Boing. Oh, das war die schnellste Ansage überhaupt. Oh, guten Tag. Ja. Aber also nur ganz. Ersten ja? Versuch in Name getroffen. Ey, Wahnsinn! Ja, da habe ich vorhin schon bei der ersten Antwort am Dienstag. Aber ist in Ordnung, so hört ihr mir zu. Na, hallo. Aber nur ganz kurz zur Info, und zwar, wer die gestrige Folge vermisst hat bei mir, der kann diese nochmal gern bei Tom oder Tiger schauen. Alles in der Videobeschreibung. Ich habe nämlich unglücklicherweise nicht aufgenommen. Oh. Hab das Ganze aber erst nach 10 Minuten gemerkt und deswegen wollte ich nichts sagen und die Aufnahme hier crashen oder sonstiges. Leider eine Folge weniger, also die gestrige hat gefehlt, aber die könnt ihr euch natürlich gerne bei den Jungs anschauen. Dort gibt es die nämlich und ja, sorry dafür, Freunde. Warum akzeptiert er? Achso, warte mal, Tom. Nee. Ja. Ja, der vordere ist voll. Ja. Warte mal, Matze, du musst. Matze, komm mal noch ein Stück ran, dass du Uhr hinten rein rotzen kannst, wie es so schön hier ist. Schönen Dank auch. Ja, Tino, müsst du mal vielleicht ein bisschen rankommen. Das trifft er das nicht. Nee, immer, jetzt. Jetzt müssen wir aber ganz eng fahren, du. Meine Güte. Ganz eng und zwei von hinten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ach, das können wir doch, ne? Ja, ihr wisst ja, nur deine Mittelspur, ne? 99, voll. Oh, so, wie wäre das, wenn wir so einen schönen Abfahrer hätten? Ne, Tom? In Hof schaffen wir ins Lager. Ja. Ach Tom, jetzt haben wir mal Pause, ne? Ja. Genau, ruht euch kurz aus. Ruhig mal den Rucksack aufmachen, mal einen Schluck Wasser trinken, mal die Stulle beißen, ne? Schöne Pfefferbeißer rausholen. Ach, die kriegen wir hier? Klar. Beste, warum, was warum hast du keine mitgebracht? Hab ich keine hin? Oh, da hätte ich die doch alle noch bei mir im Rucksack. Das ist aber blöd jetzt. Ja. Das sagt er jetzt, wo er gerade abgehauen ist vom Feld. Sagt ich wollte es nicht sagen. Hat, ey, Mann, ey. Kennt ihr Pfefferweiser? Geil, oder? Ja. Oh, ich liebe die Dinger, ey. Kannst du da essen? Oh, falsche Seite. Warte, Tiger. Ich hab gerade einen Schluck zu trinken in der Tasse. Ja, ich war eher auf der falschen Seite. Alles cool, ich drehe nochmal. Ja, auch noch Bock zum, ich hätte ja auch noch Bock, einen Kaffee zu trinken, ja, aber ich glaube, ich soll es lassen. Warte, Tom! Ach so, ja! So, jetzt kommen wir. Da Blinker. Würde dir gerade schreiben, ob keine Melone oder keine Kirsche. Keine Melone. Taigo, keine... komm mal ein kleines Stück ran. Matze kann kennt den Trigger nicht. Ganz dichter. Ja, ja, jetzt passt. Oder versuch hinter ihm, ein bisschen mehr hinter ihm zu fahren. Warte mal, Taigo, vor mal. Ja, so, hinter so. Mir, vor, ja. So ungefähr. Vor mal hinter mir direkt. Ja. Ins Hoflager, ja? Ja. Jo, lass euch mal einen Tiger um die Kurve kommen. Genau. Was sagst du, Matze? Ich kann so bei euch in der Firma anfangen, wa? Ja. Eigentlich schiebe ich Tom gerade ein bisschen an, aber was soll's. Ist doch egal, Hauptsache du bist nicht dran. Und der Ural kann das ab. Oh. Ich mach mir eher Sorgen um den Fortschritt, oder? Wie schiebst du noch ein bisschen? Also ich lasse den Display ein Dur. Die Romagie. Für alles mit Spachtelmasse nachher wieder drauf, passt schon. Obwohl, ist alles Plastik, ne?
Nee, damals war noch nichts Plastik. Ne? Da war kein Plastik. Theoretisch braucht ihr keinen Abfahrer, ne? Mehr. Nö. Nee. Gut. Brauchen wir. Ach so, Sammelwagen, wa? Ja. Der Lieber nicht so, ZD, doll, nicht so doll schieben. Der neue ZD mit dem Ladewagen steht bei der Mischfutteranlage. Sonst komme ich nicht hinterher. Und ich kann nur 40 Gramm drauf, also. Ja. Du musst gucken, dass du bei der 15 bleibst. Also ich hatte gerade im ganzen 13, 14 Gramm drauf gehabt, also. Also scheint mal so ein geiles Feature eingeführt. Boah. Warte mal. Schief drückt. Ich glaube Tempomat hieß das. Ja, wir haben aber ja so viele Kurven zu fahren, da lohnt sich der Tempomat einstellen gar nicht. Na klar, dann gehst du immer mal hoch auf 17, 18, wieder auf 15, bin die ganze Zeit so neben euch gefahren. Ganze Zeit, Bräuter. Ich wieder Richtung. Warte mal, wir müssen hier rüber, Tiger. Echt jetzt? Okay. Ja, da ist noch, steht noch ein Stück. Ich nehme nur das mit, was du vergessen hast. Seit wann fährt die Mühle nur 34? Weil es der Originalmod ist. Ja, 34 ist aber ganz schön low, oder? Ja, war wohl so. Okay. Ich, Tom, ich werde nichts sagen, aber ich glaube, ihr müsst mal echt so einen kleinen John Deere mal besorgen, dass er den mal fährt. Den kleinen grün, der mit auf dem Ultra. Ja, genau, genau, genau. Könnt ihr vergessen. Und wie ist, beschwert schon seid ihr, weil ich Kohlrabi gegessen habe? In den Kommentaren will ich nichts lesen, Freunde. Ich muss auf meine Gesundheit achten, ja, dass euch lange erhalten bleibt. Also Obst essen, Gemüse essen. So. Aufglitscht vom wieder. Okay, könnt ihr euch entscheiden, wie ihr fahren wollt, weiß. Da muss doch als erstes reinfahren. Das geht's doch nicht. Ja, ja, weil du gerade so. Da war was mit dem Schlammlöchern. Alles gut, Tiger. Da hatte ich was gesagt, dass die Schlammlöcher gefährlich sind für den kleinen Traktor. Bin aber auch nicht stecken geblieben. Ah ja, hier war Ende vom Einsammeln. Was, Tommy, wie kommt man jetzt wieder? Also Tom, falls du an dem Zettel noch mal rumbasteln solltest, ja? Ja. Dann mach mal den Motorsound lauter, den hörst du überhaupt nicht. Dann mache ich das nachher mal noch und dann tun wir das fürs nächste, für den nächsten Sonntag, warte mal, nächsten Sonntag, ja. Die nächste Woche, ja gut, müssen wir nachher nochmal noch quatschen. Habe ich nämlich Bereitschaft und bin Essenfahrer, da kann ich Sonntag früh nie aufnehmen. Müssen wir wieder Montag aufnehmen. Ja, kein Problem. Keine Probleme. Warte mal, Matze, mach mal alleine hier, Tiger. Ja, komm, wir machen noch kurz das hier fertig hier. Wir kuscheln eine Runde hier, warte. Wir haben echt die ganze Woche gebraucht, um dieses blöde Feld zu mähen. Das ist doch unglaublich. Och Mann, Matze, ich wollte doch was müssen kuscheln. Ja, dann müssen wir das jetzt noch bestellen. Ich merke das. Ja, pflügen, kuppern, düngen, bestellen, alles. Da oben hin, ja.
einsam drehe ich hier meine Runden am Feldrand. Sammle hier das Gras ein mit dem ZT. So war das früher, als ich noch Landwirt war. Ja? Aber ich war einer der fleißigsten auf dem ganzen Hof. Wenn nicht mal einer der fleißigsten, wenn nicht sogar der sogar der fleißigste überhaupt. Hörst du, dass ich gerade nicht fahren muss, ich könnte mir der Hosentasche zuhalten. Idiot. Der Schleim sich da reinfrieselt oder was? Ja. Ich muss dir jetzt schon wieder aufpassen, wenn ich ausrutsche. Na, dann war ich froh, dass ich sitze. Ja. Den Rest muss man stehen. Ja, das ist sowieso gut wie vorher. Mit mir wollt ihr auch keiner zusammenarbeiten, ne? Du hast alle Normen versaut, ja. Ja, weil die Geschwindigkeit konnte keiner halten. Ich hab keiner, der mithalten konnte. Ganz schlimm. Und für mich kam ein was nie in Frage. Niemals. Das ist langsame Arbeiten. Nur wegen den anderen. Boing. Nicht mit mir. Nicht mit Manus, dem Landwirt. Tiger, lass dich mal zurückfallen. Tiger, lass dich einfach fallen. Steht einer hinter dir und hat die Arme auf. Ist das ein Vertrauenstest? Einer hinter dir steht. Jetzt wird er noch melancholisch. Ach, du ahnst es nicht. Sollst dich einfach fallen lassen. Okay. Und vielleicht fängt dich einer auf, aber nur vielleicht. Das musst du halt. Ich mach aus. Erkennt den Trigger nicht mehr auf den Hänger. Ja, Tiger. So ist das. Das ist eine schwere Entscheidung, ich weiß. So, komm mal zu, ich fahr jetzt zum Hof, sonst hab ich das jetzt Zeit nicht mehr. Aber Tiger, die kannst nur du treffen. Wieso? Lass dich einfach fallen. Dino, was nimmst du gerade? Kohlrabi und Wasser, wenn du es genau wissen willst. Ist da irgendwas drin? Ja, der Kohlrabi, ich hab so vorhin Dope angelegt. Ja, der Kohlrabi ist irgendwie, wenn ich immer mich abbeiße, ist es in die Lila. Ist es normal? Nein. Ich? Oh, na dann ist vielleicht doch was drin. Ja. Wer weiß, ja. In welchen Laden du den gekauft hast, was da im Schild vorne dran stand. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ja, wahrscheinlich stand da hinterm Tresen so einer so mit langen Haaren, so Rasterzöpfe und Bob Marley Mütze auf oder so. Ja, der darf wohl keine Kohlrabis verkaufen oder was? Und hat gesagt, von wegen Peace, Bruder, nimm hier die Kohlrabi, danach geht's dir besser. Ja. So, da kann ich ja in den Sinne den einen hier ein bisschen schon zurückgeben, wa? Ja. Komm mal den wieder zum Hof zurück und da sind wir der nächsten Folge, dass wir das Feld pflügen und kuppern und alles. Also was? Alleine kriege ich das hier nicht eingesammelt, wollte ich nur mal erwähnen, ne? Ja. Bringen wir schon. So, soll ich mir da schon mal so ein... Sollten wir vielleicht auch was anderes wie den Zettel nehmen, weil der fährt ja auch noch 15, ey. Schluck organisieren. Tja, wir haben zwei Betrags auf dem Hof stehen gehabt, hättest du da einen von denen dran? Haben wir einen an den B-Pack? Ach, der lohnt sich nicht mehr. Nee, lohnt sich jetzt wegen den 2 Minuten nicht mehr. Irgendwo stehen einige K700 rum mit dem Flug schon dran. Erstmal müssen wir hier einsammeln, Freunde. Ja. Und die Geräte müssen noch zum Hof gefahren werden. Die Rasenmäher hier, die sind auch noch hier. Ja, ihr wisst, es ist Sonntag. Sonntag ist fast da. Ach, was ist das? Ja, stimmt. Ja. Nee, stimmt, dürfen bei den alten Fahrzeugen nicht machen, sonst fallen sie auseinander. Natürlich, nee, die werden wieder mit Öl eingesprüht, Mann. Und Sonntag ist Waschverbot. Dürfen die Waschanlagen nicht laufen. Da ist Handwäsche angesagt, Kollege. So, wird aber eng hier mit der Simson. Gut, der ist aber voll. Fein, ne? Fährt er weg mit seinem Moped hier. So, einmal schön nochmal hier durch den Schlamm fahren zur Waschstraße.
Ist das schön, wenn man andere Leute bei Arbeit zugucken kann. Ja, das ist, bin ich gewohnt mittlerweile bei euch hier. Alle mir bei der Arbeit zu gucken. Aber was willst du machen? Welt war noch nie fair. Och nee, ey, der lässt da wieder so viel liegen, ist doch nicht wahr. Ja, vorhin hieß noch, es Schwund, ne? Ja, und jetzt aber doch bei nicht. Mir, der wird gleich wieder fast aufgemacht. Ich hab das schon verstanden. Och, ja, ja. Aber doch nicht so ein Haufen. Ah, ja. Ja, da könnten schon wieder vier Kühe von futtern. Der ist für einen Nachbar, Mann. Der Nachbar hat gefragt, ob er einen Anhänger Gras holen kann. Da habe ich gesagt, es ist kein Thema, ich lasse hier was liegen. Also, gönn den mal, Mann. Ja, 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 schon klar. Ja, der kommt mit seinem hier, nimm so einen Anhänger und holst das Ding. Nee, mit dem, wie heißen na, die? Na? HB 500. Jetzt na? HB 500, wollte ich sagen. So, naja gut, ich bin voll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mal das Däumchen da und schaut mal bei den anderen vorbei. Obwohl eigentlich ja nur ich gearbeitet habe. Aber nein, Spaß. Dann lasst die Daumen bei den anderen da. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Als kleine Entschädigung. Bonn die ruhig mal ein bisschen zur Arbeit an hier. Bis dahin, tschüss. Ciao.